Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen unserem TSV und Waldhof Mannheim. Endstand 0:0, heute keine Tore im Siebel Sportzentrum Haarwasen. Und bei mir sind Gästetrainer Gerd Deiß und unser Trainer Matthias Mink. Und wie immer gebührt dem Gast das erste Wort. Gerd Deiß, bitteschön. Dankeschön. Gut, für uns das 0:0. Ich denke, unterm Strich muss man auch manchmal mit einem 0:0 zufrieden sein. Wir sind über die 90 Minuten weitestgehend der Defensive sehr, sehr gut gestanden. Das muss man aber auch für den TSV sagen. Wir hatten aus dem Spiel raus keine nennenswerten großen Torchancen, dass der Frederik Löhe irgendwo was Unhaltbares halten gemusst hätte. Und das in der ersten Halbzeit natürlich sehr gut gehalten von Philipp Förster, den Pfostenschuss. Und unsere zweite große Chance aus dem Spiel raus, das war von Yannick Sommer, Mitte der zweiten Halbzeit, wo er ins Außennetz gegangen ist. Des Weiteren hatten wir eine große Anzahl von Standardsituationen, konnten uns aber auch da am heutigen Tag leider nicht entscheidend durchsetzen. Und bei manchen Spielen muss man halt mit 0:0 zufrieden sein. Das war am heutigen Tag so, wir hätten natürlich gerne gewonnen. Aber ich denke, unterm Strich war es weitestgehend in Ordnung. Ich bin auch mit der Leistung der Mannschaft weitestgehend zufrieden. Wir haben dann auch nicht den Fehler gemacht und sind dann in der Endphase auf Teufel komm raus nach vorne gerannt und wollten unbedingt den Siegtreffer erzielen. Und ich denke, wie gesagt, deshalb aufgrund der nicht vorhandenen absoluten Durchschlagskraft unsererseits in der Offensive ist das Spiel dann letztendlich 0:0 ausgegangen. Vielen Dank. Ja, danke schön, Herr Deiß. Matthias, dein Statement bitte. Ja, wir sind, denke ich mal, auch zufrieden. Ich glaube, wer so viel Standardsituationen verteidigen muss, wie wir in der zweiten Halbzeit, da kann immer mal einer durchrutschen, der muss dann unterm Strich vor allem auch, wenn man gesehen hat, wie uns die Kräfte dann so ein bisschen ausgingen hinten raus auf der einen oder anderen Position, waren Spieler auf dem Feld, die, ich hatte das im ersten Heimspiel schon gesagt, über weite Teile der Vorbereitung eben auch gefehlt haben und haben heute 90 Minuten gespielt. Dann muss man zufrieden sein. Gleichzeitig trauere ich ein bisschen dieser zweiten Minute nach. Ja, das war, glaube ich, die größte Torchance des Spiels von Daniel Engelbrecht. Wer weiß, in welche Richtung das Spiel geht, wenn Daniel da die Chance für sich nutzt oder für uns nutzt. Gleichzeitig gebührt der Mannschaft im Hinblick auf Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft und vor allem Geschlossenheit, auch was das Verteidigen angeht, ein großes Kompliment. Sicher haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr offensiv diese Highlights, diese Akzente setzen können oder diese Nadelstiche, die wir in der ersten Halbzeit gesetzt haben. Aber dafür war der Gegner heute auch im Rahmen der Wucht, im Rahmen der individuellen Qualität zu stark. Und dann haben wir es kräftemäßig auch nicht mehr hingekriegt, für Entlastung zu sorgen. Und deswegen denke ich mal, kann man, vor allem wenn man die Tabellensituation sieht und die Punkteausbeute, die Waldhof Mannheim bislang erzielt hat, mit dem Punkt von unserer Seite zufrieden sein. Als Trainer will man immer so den Lucky Punch dann zum Schluss, aber ich glaube, den hätten wir unterm Strich dann auch nicht verdient gehabt. Und deswegen alles gut, 0:0 gespielt und einen weiteren Schritt vor allem auch im Rahmen dieses Themas Mannschaftsfindung gemacht und das war, denke ich mal, auch ein wichtiger Aspekt, den wir aus der Partie mitnehmen. Dankeschön. Vielen Dank. Dann darf ich die Gelegenheit für die anwesenden Medienvertreter geben für Rückfragen. Frage nach dem Fehlen von Sagis Adamian. Ja, Alex, du hast es richtig gesagt, aus disziplinarischen Gründen. Es gibt Situationen, da muss man solche Entscheidungen treffen. Da sind die Sportlichen nicht die alles Entscheidenden und deswegen haben wir das so entschieden. Das Thema ist durch, wir haben das mannschaftsintern aufgearbeitet und Sagis ist logischerweise, wenn er dann auch in den nächsten Tagen dementsprechend gut arbeitet gegen Elversberg, klar wieder im Kader. Gibt es weitere Fragen?
Das ist nicht der Fall. Dann darf ich Ihnen das andere Endergebnis vom heutigen Abend noch mitteilen. VfB Stuttgart 2 und der SC Watzenmann Steinberg trennen sich 1:1. Vielen Dank an 1508 Zuschauer und für unseren TSV geht es am Samstag um 14 Uhr bei der SV Elversberg weiter, bevor wir uns hoffentlich alle wiedersehen. Nächsten Mittwoch, 19 Uhr schon der Anstoß gegen Eintracht Trier, das nächste Heimspiel am nächsten Mittwoch. Den Mannheimern auf der nicht allzu langen Rückfahrt gute Reise und noch viel Erfolg. Tschüss.